Sand. Bin tot. Ich weiß, ich krieg von denen vielleicht Sand. Eigentlich hätte ich jetzt einen Schnitt machen müssen bei dem Brunnen, aber nein, ich hab's vergessen. Egal. Oh nein. Muss das sein? Fahrer darf mich keinesfalls so sehen. Angst, dass sie dein neues Ich bevorzugt? Verkohltes Fleisch, ein entstelltes Gesicht. Das wird lieber auf den ersten Blick. Komm schon. Okay, schnell, 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 schnell. Nein. Nochmals. Viel Glück. Das nervt. Ist das notwendig? Ja. Bist du sicher? Ja. Fein. Verschwende deine wertvolle Zeit mit der Prinzessin. Ich kann mir vorstellen, was der Visier gerade treibt. Sicher baut er seine Armee aus und quält Babylonia. Oder er plant die nächste Eroberung. Nein! Dabei sollte er in diesem Augenblick sterben. Ich habe mein Ziel nicht vergessen. Dein Ernst? Ich habe mein Ziel nicht vergessen. Ich hätte es fast geglaubt. Ich brauche Sand. Wo ist unser Sand, wenn wir ihn brauchen? Danke sehr. So, von euch kriege ich ja mal wieder Sand. Nicht wie von diesen komischen Viechern da, die meinen Sand aufsaugen. Oh, hör auf, Messer zu schmeißen. Manu, bleib doch mal hier. So, jetzt aber. Was ist das? Hm. Na super. Ein Fehler. Nee, ist gar nichts. Na, die kommen einfach so, ja? Ich wollte gerade sagen, ich höre Stimmen, aber das ist die Musik. Etwas mehr hatte ich schon erwartet. Auf der Insel der Zeit warst du so konzentriert, so entschlossen. So selbstsüchtig. Unsinn. Du versuchtest nur zu schützen, was dein eigen war. Was ist daran verwerflich? Seht euch um! All die Zerstörung ist mein Werk! Nom 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 nom. Om nom nom. Om in yom.
Ja, super. Ich hab's geschafft, oh mein Gott. Ich bin Pokémon-Meister. Nein, Spaß. Okay. Hallo? Sag mal, geht's noch? Ich hab nichts getan. Ein Kronleuchter. Was zum Schwingen. Yes! Das hat immer gut geklappt hier. Ich höre Geheul. Er scheint auf uns zu warten. Hier ist doch mein Auge. Vergiss es. Das ging aber schnell. Okay. Nein, da wollte ich doch gar nicht. Da war doch noch was. Kann ich zurück? Bitte. Oh, fick dich. Entschuldigung, aber... Ich will immer den richtigen Weg gehen, dann gehe ich über den falschen Weg. Zuerst. Im Freudenhaus herumlungern, während deine Stadt vor die Hunde geht. Nennst du das Heldentum? Ich bin für Farah hier. Wieso geht dann du bist nicht für Farah hier, sondern nur für dich. Ach, sie hat Schuldgefühle in dir geweckt und du willst sie widerlegen. Du bist wohl kaum aus Selbstlosigkeit hier. Ihr kennt meine Motive nicht. Ihr kennt mich nicht. Ach, ich bin du. Je eher du das begreifst, desto besser. Und jetzt? Okay, so. Bevor er sich zu schnell umdreht. Ich will lieber alles ordentlich machen. Damit wir nicht tausendmal dasselbe machen müssen. Okay, okay. Farah! Was wollt ihr? Ich habe über eure Worte nachgedacht. Ihr habt recht. Ich... Seht ihr nicht, dass wir mitten im Gespräch sind? Wenn ihr wirklich den Tod sucht, dann wartet gefälligst. Ich habe alle Wachen getötet. Es dürfte sicher sein. Geht zu der Frau und befreit sie. Ich kümmere mich um die hier. Okay. Das ist gut. Du willst Farah retten und schickst sie erneut ins Getümmel. Unterdessen läufst du hinter der anderen her, mein Held. Ihr wisst genau, dass das Freudenhaus jetzt sicher ist. Wenn ich jedoch dieses Sandmonster nicht töte, wird es für Farah gewiss zu einer Gefahr. Gut, dann mache ich jetzt hier, wenn wir jetzt gespeichert haben, wieder einen Schnitt und dann geht's auch dann im nächsten Part wieder weiter und ja, mal gucken, was das für ein Wesen ist, was wir da verfolgen müssen. So, mal speichern. Soll ich nächstes Mal an dieser... Ich werde nächstes Mal an dieser Stelle weitererzählen. So, und dann sehen wir uns dann im nächsten Part wieder. Das war eure liebe Kuro, bereit und... Adieu! So, willkommen zurück zu einem neuen Part von Prinz of Persia und es geht auch gleich weiter. Wir sind jetzt auf dem Weg, dieses Wesen, diese Frau, was auch immer, zu verfolgen. Farah ist jetzt zu der Frau gegangen, die da irgendwie gefoltert worden ist. Nein! Du sollst doch nicht sterben gehen. Immer, wenn ich hier reinkomme, will er sterben. Ich glaube, er mag mich.
Was ist das für ein roter Balken da unten? Es ist Zeit oder unser Leben oder deren Leben. Aber okay. Ruhe! Ja, ihr Leben. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich machen? Hallo? Hier, das wollte ich Tango tanzen. Jetzt, wo wir schon so wenig Leben haben, ja? Was ist das? Ah ja, wir verwandeln uns jetzt. Hört, wir sehen jetzt anders aus. Muss das sein? Ihr kriegt mich nicht. Vielleicht solltest du in Erwägung ziehen, ihr zu folgen? Was mache ich denn? Oh, hau doch nicht ab. Hast du vor, die Verfolgung aufzunehmen, oder willst du sie entwischen lassen? Soll ich einfach rüberspringen, oder was? Okay, das war ein Fehler. Das geht nicht. Wir bräuchten aber auch mal Leben. Komm her, du Weib. Sie verspottet dich, Prinz. Geh und strafe sie! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Bleib stehen! Und da unten ist ein Monster. Okay, ich gehe erstmal die töten. Ich brauche Leben, unbedingt Leben. Nein, nein, nein. Oh, zum Glück hatte ich gerade noch. Okay. Oh, dumme Kuh. Konzentrier dich. Es gibt sicher einen Weg, sie zu bremsen. So langsam, fürchte ich. Muss das aber sein? Ich komm her. Das müssen wir wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit so machen. Sonst hättest du ja nicht so viel Leben verloren. Hm.
Oh, wieso hat das jetzt nicht geklappt? Blöde Kuh. Vergiss es. Zeitverschwendung. Der Visier hat bereits mit der Verwandlung der gefangenen Frauen begonnen. Ihr erkauft euch höchstens Zeit. Ach, erhielte ich doch jedes Mal Sand, wenn ich so etwas höre. Oh, tue ich. Die Frauen sind frei und in Sicherheit. Ihr tatet recht zurück. Prinz? Ihr gehört zu ihnen? Nein, Fahrer! Es ist nicht so, wie ihr denkt! Ihr seid ein Sandmonster! Elender Lügner die ganze Zeit! Nein! Der Sand hat mich befallen, das ist wahr! Aber mein Geist und mein Herz sind mein! Bitte glaubt mir! Oh nein! Kommt mir nicht zu nah! Na super. Soll ich hier fort? Ja! Ja! Eine gute Stelle, um nächstes Mal weiterzuerzählen. Oh mein Gott, das haben wir ja gut hingekriegt. Sehr gut hingekriegt. Hoffentlich kommen wir jetzt bald an der Wasserquelle, Dings, bla bla bla. Ich habe mich schon gefragt, wann es dazu kommt, dass sie erfährt, dass wir auch so ein Sandmonster sind. Tja, du hast sie angelogen. Nein, ich wollte... Ja? Aber sie hätte nicht verstanden. Was habe ich Ups. Getan? Ups, Entschuldigung. Entschuldigung! Aber sie hätte nicht verstanden. Was habe ich nur getan? Huch, ich sehe nichts, ich sehe nichts. Hallo? Ah, jetzt. Nein. Schneller, ich werde kein Leben verlieren. Armer Prinz, sein Geheimnis war ans Licht gekommen und Farah schien verstört von dem, was sie sah. Vielleicht hätte er von Beginn an aufrichtig sein sollen, zu spät. Schweigend wurde ihm sein Fehler gewahr. Tja. Es ist halt nicht immer leicht, die Wahrheit zu sagen, auch wenn man es eigentlich sagen möchte. Und jeder macht Fehler. Man kann ja nicht perfekt sein. Willst du mich verarschen? Wieso kommen die denn jetzt? Ah, ich kann in meinen Wirbelwind machen. Da ist noch eins. Ach, die müssen ja wieder ins Licht, ne? Komm her, komm her, komm her. Na komm. Kommt her, ihr Schweine. Ich sehe keine Monster mehr. Anscheinend haben wir es geschafft. Nee, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Von hier aus rüber können wir nicht. Hm? Oh, ich sehe hier überhaupt nichts.
Und es laggt. Müssen wir wahrscheinlich da ran. Mein Sand. Was soll ich denn genau machen? Soll ich da jetzt da so ranspringen oder was? Ah.